War der Wunsch, nach Deutschland zu gehen, bei Ihren Eltern eigentlich schon immer da? Ja, der Wunsch von meinen Eltern, der war, unsere Mutter hat zu uns gesagt, wo wir noch klein waren, und wenn ich nur durfte nach Deutschland kommen, um da zu sterben, da wäre sie schon glücklich. Und das hat sich so wunderbar ergeben, dass sie schon über 30 Jahre in Deutschland wohnen. Konnten Sie denn damals nachvollziehen, warum die Eltern diesen Wunsch hatten? Naja, wir wurden so geprägt, dass wir deutsches Volk sind und wir gehören einfach zum deutschen Volk. Und dass unsere Mutter, die war sowieso immer, wir wollen deutsch bleiben. Und das war für ihr alles eins und alles. Ne? Und mit Russen oder so heiraten, mit anderen Nationen, das war bei uns tabu. Das war nicht erlaubt von den Eltern her überhaupt nicht. Ne? Wurden Sie auch angefeindet, weil Sie Deutsche waren und Deutsch sprachen? Doch, da wurden wir immer als Faschisten benannt. Ne? Das war so, dass Faschist, ihr seid nicht unsere Leute und so. Ne? Erinnern Sie sich an Situationen, in denen Sie das besonders gemerkt haben? Ja, besonders schwierig war es im Militär, weil da war man ja, sage ich mal so, als Einzelgänger. Ne? Da gab es ja nicht keiner, der einen beschützt. Da musste man selber durchs Leben gehen. Und Militär war ja da auch nicht so, wie das hier in Deutschland ist. Wenn du einmal weg warst, da warst du für 2 Jahre weg. Wenn du Glück hast, bist einmal für 10 Tage im Urlaub gefahren, in die 2 Jahre. Ne? Und da kam das schon häufiger zur Sprache. Nur zur Sprache oder wurden Sie richtig drangsaliert? Na, also direkt geschlagen und so wurde ich nicht, aber das gab es auch. Ne? Wenn einer dann ein paar mehr Widerworte gegeben hat, dann gab es auch mal richtig Randale dafür. Ne? Und wie war es im Alltag? Gab es da auch immer so mehr oder weniger unterschwellige Anfeindungen oder wie war das dann? In der Schule war es so, wenn wir nicht diese Parteigenossen wurden. Da wurden wir auch immer nach Hause geschickt und so. Und dann ist meine Mutter mal zur Schule gegangen und hat gesagt, Sie wissen, dass unser Sohn nicht der Stärkste in der Schule ist. Und wenn ihr den rausjagt, dann lernt er gar nichts in der Zeit. Ja, und dann wurde es leichter. Dann wurde ich nicht mehr nach Hause geschickt. Gab es denn auch Kinder oder Lehrer, die Sie unterstützt haben, wo Sie auch sich so ein bisschen, ja, ein bisschen Sicherheit gefunden haben? Nein, bei den Lehrern sowieso nicht, weil die waren, ich meine, so viel ich weiß, sogar verpflichtet, Parteimitglieder zu sein, ne? Um in der Schule zu unterrichten. Das wurde ja da direkt alles so geführt, dass man da nicht, also vom Christ durfte da nichts sein, nur Partei. Und die Kinder Welche Kinder? in der Schule. Ja, in der Schule, die Kinder, ja, da gab es ja auch Eltern, die waren dann auch nicht Christen und bei denen war das dann auch so. Die kamen dann auch, ach, diese Baptisten und so, das war dann auch da. Aber da hat man sich dann streitig auseinandergesetzt mit den Leuten. Ne? Gab es denn in Ihrer Schule auch andere Russlanddeutsche, die ihr Schicksal geteilt haben? Ja, wir waren da viele, die gleiche Richtung gingen. Sicher. Das war da schon einfacher wie im Militär. Ne? Sie haben 1975 geheiratet. Wie wichtig war es für Sie, dass Ihre Frau auch Russlanddeutsche war? Ja, wir haben ja in Russland, wir haben ja da geheiratet. Und für mich war ganz wichtig, dass meine Frau auch eine Deutsche war, auch genau die gleiche Sprache, wie wir sie kennen, auch spricht. Ne? Und ich sah, die Eltern von uns, die waren
ganz streng, wenn die nur gehört haben, da kommen irgendwelche Russen ins Dorf oder was, nichts damit zu tun haben. Also das war für uns so, das kann man sagen, Gesetz.